Dragi Apatinci, u ime opštine Apatin ja vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u vaš grad. Liebe Apatiner, liebe Apatinerin, ich heiße Sie willkommen in Apatin und hoffe auf ein schönes Dasein, also Aufenthalt. Sve Apatince Čežnja za zavičajem ili Heimat V uvek vraća u svoj grad. Alle Apatiner kommen mit dem Heimat V immer wieder nach Hause. Ja se nadam da kada budete prošli gradom Apatinom, prijatno ćete se iznenaditi, jer u poslednjih 10 godina mi smo mnogo uložili infrastrukturu i postali smo jedan od najuređenijih gradova danas u Srbiji. Ich hoffe, wenn ihr Apatin besucht und durch die Straßen geht und Apatin besichtet, dass ihr seht, was hier erbaut und erweitert worden ist und all die schönen Gebäude, die in den letzten Jahrzehnten gebaut worden sind. San moje generacije je bio da grad izvedemo na reku Dunav i to smo uspeli. Izgradili smo prekrasnu marinu, izgradili smo putničko pristanište, izgradili smo obalu utvrdu i prelep pravoslavni hram na obali Dunava, tako da je san moje generacije da izvedemo grad na Dunav ostvaren. Ja, der große Traum war auch des Bürgermeisters und aus der ganzen Stadt. Apatin an die Donau wieder ranzubringen, eine Marina zu bauen, einen Anleger, die Kirche ist entstanden und die ganze Promenade. I još jednu stvar smo napravili veliku. Vi stari Apatinci znate da je nekada bila u Sent Ivanu mala banja.
Ta ideja je ostala u našim glavama i mi smo uspeli da napravimo na pola puta između Prigravice i Apatina prelepu banju Junaković, koja je jedna od najmlađih i najlepših banja danas u Srbiji. Und auch ebenso für Sendivan, wer weiß, der kennt noch die Zeiten, wo es einen kleinen Kurbad gegeben hat in Sendivan. Dieses ist nun erweitert auf ein Kurbad, das auf der Hälfte des Weges zwischen Apatin und Sendivan liegt. Na kraju da kažem, švabische Sprache, ich habe an die Straße gelernt, meine Nachbar waren die deutsche Kinder und wir zusammen spielen und ich habe so deutsche Sprache gelernt, aber ich habe auch in der Schule 10 Jahre Deutsch gelernt, nach zweiter Krieg, erste Ausländersprache, Sprache in Vojvodina war Deutschsprache. Molim vas da prevedem to malo i na srpski. Kao mali dečko sam se igrao i na ulicama i učio sam švapski sa svojim sudruzima i kolegama koji su i ovde delimično okupljeni, pa tako da je to za mene bio i prvi strani jezik ovde u Apatinu. Inače, još na kraju da kažem, a ja sam odrastao u okruženju mojih drugova Nemaca i Vilika Pajić je bio moj školski drug od prvog razreda osnovne škole. Kada je 55. godine krenuo za Nemačku, ja sam ga ispratio i recitovao mu stihove Alekse Šantića: Ostajte ovde, sunce tuđeg neba veće vas grejat ko što grije. Grki su tamo zaloga i hleba, gde svoga nema i do brata nije. Od svoje majke ko će naći bolju, a majka vaša zemlja je ova. Aleksu Šantića ću malo teže prevesti, ali ću pokušati smisao prevesti. Znači, also den Aleksa Šantić kann ich schwer übersetzen. Schwobisch auch. Abdienerisch. Aber eins kann man wohl sagen, er hat bis 1955 Gelegenheit gehabt, mit seinen Jugendfreunden, unter anderem auch Wilhelm Peitz, Donauschwäbisch zu lernen und auch die Kultur mit ihnen zu teilen. 1955, als er einige von seinen Kameraden nach Deutschland verabschiedet hat, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, auch unter anderem Wilhelm Peitz. Das war ein beweglicher Moment, in dem sehr viele Gefühle ausgetauscht worden sind. Und Aleksa Šantić hat ein passendes Gedicht dazu geschrieben. Und wenn ihr mir erlaubt, werde ich es in der nächsten Zeit übersetzen. Und stelle es auf die Apatiner Seiten für beide. Još jednom dobrodošli u svoj grad i uživajte nekoliko dana u lepoti svoga grada. Noch einmal willkommen nach Apatin in eurer Stadt und ich wünsche euch allen einen schönen Aufenthalt. Und das auch für die Apatiner Gemeinschaft und auch für alle Apatiner darf ich euch auch willkommen heißen und ich hoffe, ihr genießt auch das Kulturprogramm, das wir vorbereitet haben.
Ovo je jedna lepa svečanost gde ćemo spomen ploču otvoriti koja je posvećena kolonizaciji Nemaca od 1748. godine. Inače, opština Apatin je jedna od retkih opština u Vojvodini u Srbiji koja je proslavila 1000 godina postojanja. Prvi pisani dokumenti o Apatinu su nađeni od 1011. godine kada je mađarski kralj Stefan poklonio zemlju jednom samostanu Apatica, pa upravo te reče Apatice izvedena je i reč Apatin. Grüße Ihnen hier herzlich und auch wiederum hier zur Versammlung, zur Gedenktafeleinweihung und erinnert daran, dass Apatin auch seine tausendjährige Feier 2011 gefeiert hat, wo mit einem Dokument der heilige Stefan hier der Abtei hier das Land geschenkt hat, um eine Abtei zu eröffnen, ein Kloster. Und aus diesem Abteinamen ist dann auch Apatin abgeführt worden, ausgeführt. Ne? Upravo tada smo i ovde postavili spomenik kralju Stefanu, koji je proglašen i za katoličkog i pravoslavnog sveca. Und gerade deswegen steht auch der heilige Stefan, der sowohl für die Ungarn, aber auch für die Serben ein Heiliger ist. To je poklon mađarske vlade opštine Apatin za 1000 godina postojanja. Das ist das Geschenk der ungarischen Regierung für Apatin, um die tausendjährige Feier zu gestalten. Upravo ove godine završavamo monografiju Apatina 1000 godina postojanja, pa će to biti interesantna knjiga koja kad izađe, verovatno ćete moći da nađete i sebe u njoj, tako da se ja nadam da će mnogi od vas i uzeti tu knjigu kada bude gotovo. Gerade in den Tagen wird das die Monographie von Apatin, von dem tausendjährigen Apatin, in Buchdruck gegeben und in ein paar Tagen wird es auch angeboten und er hofft, dass es auch Anklang findet. Drago mi je što pristojem danas otkrivanju spomen ploče posvećene kolonizaciji Nemaca iz 1748. godine, gde su od Ulma sa ulmskim škatolama dolazili do Apatina. Apatin je bio sabirni centar odakle se Nemci kasnije širili po čitavoj Bačku. Sehr gern bin ich hier auch dabei und mitwirkend bei der Gedenktafeleinweihung, die hier die eigentliche Kolonisation der Donauschwaben bezeichnen soll und auch den Brückenkopf auch gebildet hat in der frühen Kolonisation der Donauschwaben in der Batschka, wie man das aus 1738 bis 1748 kennt. Još jedno vas pozdravljam. Noch einmal vielen Dank und ein Gruß an alle. Ich grüße euch alle im Namen der katholischen Gemeinde hier in Apatin. Es freut mich heute auch hier zu sein, dass das eben hier in meiner Pfarrei geschieht. Zweitens möchte ich auf das erinnern, dass der Mensch lebt von vielen Zeichen. Hier steht die Dreifaltigkeitsstatue und dann haben wir heiligen Stefan, jetzt diese Tafel hier. Und wenn man darauf denkt, der Mensch lebt mit verschiedenen Zeichen. Und das beste Zeichen ist der Mensch. Das ist alles gut, wenn wir uns treffen und so etwas tun, so wie heute, aber ohne Mensch geht das nicht. Ohne Mensch passiert das nicht. Und Gott sei Dank, dass der Herrgott den Menschen erschaffen hat. So kommt es weiter, dass nichts ohne Gott passiert. Es ist sehr wichtig, dass wir sich ein bisschen erinnern und darauf denken, wie Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts Gutes tun. Und darum ist es gut, dass wir uns heute auch erinnern, dass wir hier stehen an einem
heiligen Land, am heiligen Grund, da ist die Kirche und ich alles schon erwähnt habe, was alles da vor uns steht. Das ist auch das Kreuz Jesu Christi. Das ist der Hauptzeichen, wo wir uns retten können. Es tut mir leid, muss ich auch so was sagen, es tut mir leid ein bisschen, dass das in Europa schon wenig der Herrgott Platz hat im Leben des Menschen. Das hat schon der Papst Benedikt XVI, der in Ruhe ist, bedauert, dass Europa langsam lebt und wir leben ohne Gott. Das ist schlecht. Darum bin ich froh, dass es hier passiert. Und ich bete, dass der Mensch ein Hauptzeichen bleibt für dich und für mich. Poštovani, drage braće i sestre, sve vas pozdravljam u ime katoličke zajednice ovdje u Apatinu i naravno u ime Božje. Mi živimo od znakova, pa tako i ovaj znak, današnja ploča koja će se otkriti je jedan znak. Međutim, je dobro znati da ima u životu različitih znakova i za čovjeka je vrlo važno da odabere one koji su najvredniji. Jedan od najvrednijih znakova za mene je čovjek. Jer mi smo tu, ne bi vredilo nijedan drugi znak da čovjeka nema. A kada čovjeka ima, onda opet idemo dalje. Je važno, znači čovjek postaje i postao je, stvorio ga je Bog. To je najvažniji znak. Mi smo ovdje okruženi svetim znakovima. A opet ću reći da je to najvažnije da smo mi tu kao ljudi. Jer mi smo sveti. Sve ovo je prazno. Sve ovo ne vredi ništa ako nema ljudi. I ako mi jedan drugome ne budemo znak, kako to u Svetom pismu se kaže, ako mi jedan drugom ne budemo blagoslov. Meni, ja kažem, žao mi je malo što je i umirovljeni papa Benedikt XVI rekao jednom da, nažalost, Evropa sve više daje na znanje da želi da živi bez Boga. To je propast. Bez Boga nema ništa. Ni mi ne postimo bez Boga. Sloboda je, naravno, da svako misli kako hoće, ali to je moje uvjerenje. I u svakom slučaju, drago mi je da se ovo danas događa, jer mi se ne bi sabrali. I uvijek je jako lijepo biti, meni pogotovo, sa ljudima. I to želim svima vama, da i vama bude drago da budete sa mnom. A ja s vama, to mi je svakako, zahvaljujem. I svako dobro. Sad predstavnik Apatiner Gemeinschaft, gospodin Hess, će nešto pročitati. Sehr geehrter Bürgermeister Dr. Smiljanić, hochwürden Pfeiffer, liebe Apatiner, sehr geehrte Gäste, wir stehen hier, um diese Gedenktafel einzuweihen. Sie sollen an einen Teil der Apatiner Geschichte erinnern. Heute, knapp 70 Jahre nach Ende des unheilvollen Zweiten Weltkrieges und 66 Jahre nach der kollektiven Internierung und Vertreibung der Apatiner Volksleuchten, reichen wir hiermit einander die Hände. Das Projekt wurde vom Kulturreferenten der Apatiner Gemeinschaft in Deutschland, Peter, wo bist du? Peter Mijatovic initiiert und in enger Zusammenarbeit mit der Apatiner Stadtverwaltung und der katholischen Kirche umgesetzt. Es war uns allen von Anfang an wichtig, dass ein solches historisches Zeichen von allen Apatinern mitgetragen wird. So ist es uns gemeinsam gelungen, hier im Zentrum Apatins ein in Text und Form würdiges Denkmal zu errichten. Es ist als solches für die pannonische Region Mitteleuropas ebenso einzigartig, wie Apatin und seine Menschen es sind. Wir hoffen, dass somit ein Erinnerungswert entsteht, der weit über die Zeit unserer Generation hinauswirken kann und von der Toleranz und kulturellen Vielfalt der Bewohner Apatins zeugen wird. Die Gedenktafeln sollen an die Besiedlung Apatins im 18. Jahrhundert erinnern. Die Siedler waren überwiegend Auswanderer aus Westeuropa,
dem heutigen Südwestdeutschland und Elsaß-Lothringen. Jene Kolonisten haben die Stadt Apatin innerhalb 200 Jahren zur wirtschaftlichen Blüte und zu ihrem geistig-kulturellen Zentrum in der Batschka ausgebaut. Die Zeitstafel, die wird links zu sehen sein, stellt diese Entwicklung chronologisch dar. Die Tafeln, beide Tafeln, stehen aber auch zu Ehren unserer ehemaligen Apatiner Mitbürger, die zwischen Oktober 1944 und 1948 umgekommen sind. Und zum Gedenken an alle, die wegen ihrer Volks- und Religionszugehörigkeit aus ihrer angestammten Heimat vertrieben wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden überlebende Apatiner in allen Weltteilen ein neues Zuhause. Sie haben aber ihre Herzensheimat nie vergessen. Dies kann man vor allem an den zahlreichen Heimatortsgemeinschaften in vielen Ländern erkennen, wo man sich noch heute trifft, um an Traditionen aus der alten Heimat zu erinnern und überliefertes Brauchtum zu pflegen. Apatin wird auch oft von vielen Apatiner Donauschwaben und deren Nachfahren besucht, um die Plätze, Straßen, Kirchen, Friedhöfe, Schulen, ehemalige Wohnhäuser, das Rathaus und nicht zuletzt die Donau wiederzusehen oder aber auch neu für sich zu entdecken. Wir verstehen den gemeinsamen Akt heute als einen Beitrag zur friedlichen Verständigung unter den Völkern. Deshalb ist die Einweihung der Gedenktafeln auch als ein Beitrag zum verantwortungsvollen Aufbau des gemeinsamen Hauses Europa zu verstehen. Diese Art der Verständigung möchte die Apatiner Gemeinschaft aus Deutschland mit den Apatiner Bürgerinnen und Bürgern weiter ausbauen und pflegen, damit unsere Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Das Verständnis über diese zusammenrückt und die gemeinsame Zukunft auch eine Chance mehr bekommt. Ihnen allen, die diese Erinnerungsstätte ermöglicht haben, sowie auch allen Sponsoren, sei herzlich gedankt. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie an der gemeinsamen Einweihung teilgenommen haben. Hvala lepa. Poštovani gradonačelniče, dr. Smiljaniću i velečasni Pfeiffer, dragi Apatinci i poštovani gosti. Sastali smo se svečano otkriti ove spomen ploče. Te ploče nas trebaju sećati na jedan deo istorije Apatina. Danas ovim putem, skoro 70 godina nakon završetka tog posve nas kobnog drugog svetskog rata i 66 godina posle kolektivnog interniranja i proterivanja Apatinaca nemačkog porekla, pružamo jednim drugima ruku pomirenja. Ovaj projekat spomen ploča je pokrenuo kulturni odsek zajednice Apatinaca u Nemačkoj i realizovan je u bliskoj saradnji sa gradskom upravom i katoličkom crkvom Apatina. Od samog početka nam je bilo vrlo bitno da ovaki istorijski akt podržavaju i podupiru svi Apatinci. Zajedničkim naporima smo tako uspeli u tekstu i obliku dostojno centru Apatina podići spomenik. Kao takav, ovaj spomenik je danas jedinstven u panonskom delu Srednje Evrope i isto kao što su i to sam Apatin i njegovi stanovnici. Mi se stoga duboko nadamo da ćemo tako skupa stvoriti simbol vredan kulturi sećanja koje može da utiče na buduća pokoljenja, daleko iznad vremena naših generacija, kao svetlo svedočanstvo međusobne tolerancije u okrilju kulturne raznolikosti Apatina i Apatinaca. Čitanjem spomen ploča prisjećamo se kolonizacije Apatina u 18. veku,
Tadašnji kolonisti su uglavnom doselili iz zapadne Evrope, delom iz današnje jugozapadne Nemačke i delom iz regije Elzas-Lotringije, koja je danas deo severoistočne Francuske. Ti su kolonisti u idućih 200 godina stvarali i sagradili Apatin u centar nadaleko poznatog ekonomskog prosperiteta i u njihov duhovni kulturni centar u Bačkoj. Leva spomen ploča, kad je otkrimo, hronološki prisjeća na taj vremenski period razvoja. Spomen ploče nas podsjećaju i na naše bivše sugrađane Apatina, podunavske Švabe, koji su poginuli između oktobra 1944. i 1948. godine. Ali one svojom simbolikom stoje i u znaku sećanja na sve one koji su proterivani iz svoje domovine. Zbog njihove etničke i verske pripadnosti. Veliki deo preživjelih Apatinaca su posle Drugog svjetskog rata izbjegli u sve delove sveta gde su našli i svoj novi dom. Ali svoju rodnu domovinu nose duboko u srcu i nikad je nisu zaboravili. To se može vidjeti i u po velikom broju domovinskih zajednica rodnih mjesta diljem sveta. U njima se sastaje, okrepljuju se i neguju običaji stare domovine. Apatin često posećuju mnoge podunavske Švabe, bivši Apatinci i njihovi potomci, da bi obišli ili nanovo za sebe otkrili mjesta, trgove, ulice, crkve, groblja, škole, svoje bivše domovine, opštinsku zgradu, ali i prirodu i pre svega Dunav. Mi podrazumevamo ovaj akt danas kao doprinos mirnom razumevanju među narodima. Zbog toga se otkrivanje ovih spomen ploča također može shvatiti kao jedan ozbiljan doprinos samoodgovorne izgradnje zajedničke evropske kuće. Zajednica Apatinaca iz Nemačke ima želju skupa sa svim građanima Apatina graditi i negovati ovakvi i sličnu vrstu razumevanja. Sve to sa svrhom da se prošlost ne zaboravi, da nam se zajedničko gledište o njoj zbliži i da nam zajednička budućnost dobije jednu šansu više. Svima vama koji ste omogućili ovo mjesto spomena sećanja, kao i svim sponzorima, mnogo vam hvala. Drage dame i gospodo, hvala vam od sveg srca da ste sudjelovali na ovom zajedničkom svečanom otkrivanju ploča. Hvala vam lijepa. Liebe Apatiner, liebe Landsleute, ich möchte euch begrüßen im Namen unseres Vereins, Deutscher Verein Adam Behrens. Es ist eine große Ehre, heute hier zu stehen. Hier, wo wir jetzt stehen, hat uns Apatiner eine besondere Bedeutung. Heute ehren wir die fast 4.500 Bürgerinnen und Bürger, die nach der Deportation und Evakuierung der Stadt im März 1945 in den Lagern in der Vojvodina und in Russland ums Leben gekommen sind. Dieses Denkmal ist ein Zeugnis von diesem tragischen Ereignis und es soll uns warnen, dass solche Tragödie nie wieder passiert. Ehre sei allen Apatiner Opfern. Poštovane Apatince, dragi prijatelji, velika mi je čast da mogu danas, posle 70 godina, da vas ovdje pozdravim. Ovo mjesto za nas, Apatince, ima poseban značaj, jer ovdje gdje sada otkrivamo ovu ploču, to je gotovo za 4500 građana Apatina koji su stradali u logorima u Vojvodinu i Rusiju. Nakon deportacije i evakuacije grada, u martu 1945. godine
Ovaj spomenik neka vam svedoči o ovom tragičnom događaju i neka opominje kako se ovaka tragedija nikada nikome više ne ponovi. Slava svim stradanim Apatincima. Ein altes jüdisches Sprichwort sagt: Das Geheimnis der Versöhnung ist die Erinnerung. Und genau das müssen wir tun. Wir müssen uns erinnern. Denn die Gefahr ist nicht die Erinnerung, sondern die Gefahr ist das Vergessen, das Verdrängen. Wenn Sie was jetzt wollen. Stara židovska izreka je da prisjećanjem se ne može zaboraviti i kao tako trebamo se prisjećati. Ich bin allen donauschwäbischen Landsleuten dankbar, die heute hierher gekommen sind. Und ich bin vor allem aber dankbar all den Verantwortlichen, den Repräsentanten von Staat, von Kirche, von Bürgerschaft und privaten Initiativen, die hier ermöglicht haben, dass dieses Gedenken, diese Erinnerung an diesem Ort mitten in Apatin stattfinden kann. Und ich freue mich darüber, und es ist eine besondere Geste, dass ein Vertreter der deutschen Botschaft in Belgrad, Herr Schmitz, heute ebenso hier ist. Ich danke Herrn Bürgermeister Dr. Smiljanic, Herrn Hochwürden Pfarrer Jakob Pfeiffer, den Vertretern der Apatiner Gemeinschaft in Deutschland, den Herren Rüdiger Hess und Peter Mjatovic und ebenso Frau Anna Kovac, die eben gesprochen hat. Meine Damen und Herren, um Erinnerung wach zu halten, brauchen wir Orte der Erinnerung. Orte, die uns die Geschichte erzählen. Wenn die Erzähler eines Tages nicht mehr unter uns sind und uns die Geschichte nicht mehr selbst erzählen können. Die Erinnerung wach halten, nicht um aufzurechnen oder gar das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Nein, erinnern um der Wahrheit willen. Und wer dieses Thema reflexartig ablehnt, verweigert sich dieser Auseinandersetzung, gibt die Wahrheit der Einseitigkeit preis. Und unsere Geschichte braucht Wahrheit ohne Einseitigkeit, weder in die eine noch in die andere Richtung. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Smiljanic, Ihre ehemaligen Mitbürger sind heute nach Apatin gekommen, um zu gedenken. Gedenken an Vertreibung, an Deportation, an Verbannung, an Konzentrationslager. Zum Gedenken an tausende Landsleute, die dabei umgekommen sind. Aber sie haben trotz allem keine Verbitterung in ihren Herzen, sondern sie haben die Bereitschaft zur dauerhaften Versöhnung mitgebracht und sie haben den Wunsch nach einem friedlichen Miteinander in ganz Europa. Und ich schaue hier in die Gesichter von Menschen, die in jungen Jahren, in jungen Kindheitsjahren Schreckliches erleben mussten. Mit vielen habe ich in den vergangenen Tagen sprechen können. Und es berührt mich zutiefst, wie gerade diese Generation das Erlebte und Erlittene als Verpflichtung empfindet, sich ganz persönlich für Verständigung und Frieden einzusetzen. Und es gab und es gibt ja immer auch wieder Stimmen, die sagen, lasst die Vergangenheit ruhen, zieht endlich einen Schlussstrich. Dies wäre meines Erachtens ein falsches Verständnis von Geschichte. Ein Irrweg. Sich der Vertreibungsgeschichte zu stellen, meine Damen und Herren, ist für uns alle
und auch für andere gewiss nicht einfach. Aber sie zu verdrängen, wäre nicht nur beschämend, es wäre verheerend. Aber ebenso verheerend wäre es natürlich, wenn wir uns nicht der historischen Abläufe der Ereignisse bewusst blieben. Von deutschem Boden aus ging die Verwüstung von ganz Europa vonstatten und sind Menschlichkeit und moralische Werte außer Kraft gesetzt worden. Man kann die geschichtliche Abfolge, man kann die deutsche Schuld nicht leugnen. Aber man muss hinzufügen, wie es früher der frühere Bundespräsident Roman Herzog einmal ausgedrückt hat, kein Unrecht, und mag es noch so groß gewesen sein, rechtfertigt ein anderes Unrecht. Überall auf der Welt bleibt gültig, Verbrechen sind auch dann Verbrechen, wenn ihnen andere Verbrechen vorausgegangen sind. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen, man muss die ganze Wahrheit nennen und auch der nächsten Generation vermitteln. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, wir Deutsche sind es uns selber schuldig, dass wir uns um Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit und damit um Frieden bemühen. Die Charta der Heimatvertriebenen vom August 1950 gehört in diesem Zusammenhang zu den wegweisenden Dokumenten deutscher Geschichte überhaupt. Ich kenne nichts Vergleichbares an Dokumenten. Und diese Kraft zur Verständigung, zur Versöhnung hat die Donauschwaben in all den Jahren nicht verlassen. Sie haben ihre Wurzeln nie vergessen, es wurde vorhin schon gesagt. Und deshalb wird Baden-Württemberg als ihr Patenland der Donauschwaben seit nunmehr fast 60 Jahren ihre Bemühungen um freundschaftliche Beziehungen zu Serbien auch in Zukunft mit großer Überzeugung unterstützen. Und der heutige Tag ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Herr Dr. Smiljanić und Sie alle, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diesen Weg in eine gute Zukunft mit uns gehen. Herzlichen Dank. Zahvaljuje se, gospodin Lajić, a ja neću sad prevoditi, bit će mi teško. Nadam se da će novinari to uspjeti u nekom možda članku. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen im Namen von Botschafter Heinz Wilhelm, der sehr gerne heute hier gewesen wäre, aber der sich zurzeit im wohlverdienten Urlaub befindet. Einen schönen Gruß an Sie alle von Herrn Wilhelm. Gospodin Schmitz je zastupak gospodin Wilhelm, koji je predsjednik izaslanstva u Beogradu i predsjedavajući, ali je nažalost na zasluženom godišnjem odmoru i ne može sudjelovati, ali želi da prenese svoje negodovanje i svoje želje preko gospodin Schmitza. Sehr geehrter Würmester Smiljanić, hochwürden Pfeiffer, Herr Hess, Herr Rüdiger, liebe Freunde der Apatiner Gemeinschaft, ich persönlich bin auch sehr froh, hier heute zu sein, denn das ist mein erster Besuch in Apatin. Ich habe schon einige andere deutsche Vereine besucht und das bringt mich gleich zu dem Punkt zu sagen, die deutsche Botschaft hat ja den Auftrag, die Völkerverständigung zwischen Deutschland und den Nationen zu beflügeln und bedient sich da oft auch der Mittel der Kulturarbeit. Kulturarbeit heißt Brücken schlagen zwischen den Ländern. Das ist in Serbien in vieler Hinsicht für uns als Botschaft sehr einfach, denn die Mitglieder der deutschen donauschwäbischen Gemeinschaft im Gastland mit ihren zahlreichen Vereinen unterstützt uns in vielerlei Hinsicht in den Aufgaben, die wir eigentlich zu den Serben drüber tragen sollen. Gospodin Schmitz je i sa zadatkom ovdje da se podupiru klubovi Podunavske Švaba, ali u smislu tom da se saradnja sa Srbijom i sa lokalnim stanovništvom unapređuje i da se kulturna izmjena, znači zamjena kulturnih pravaca budu u oba dva smjera i da se to podupire. Und dass wir heute hier erneut bei einer Gedenkveranstaltung für die donauschwäbische Gemeinschaft teilnehmen dürfen, ist eine große Ehre. Und
Ich kann nur sagen, ein besseres Datum hätte man sich bezogen auf das Jahr nicht aussuchen können. Denn das Jahr 2014 ist ein wahres Gedenkjahr. Wenn wir zurückschauen, haben wir dieses Jahr Gedenken 100 Jahre Erster Weltkrieg, Beginn des Ersten Weltkriegs, 75 Jahre Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das sind die traurigen Kapitel in der Historie und dann auch noch dazu 25 Jahre Gedenken der Wiedervereinigung Deutschlands. Das ist ein positiver Aspekt auf dem Weg in eine friedliche Zukunft, die wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa betreiben, und dass heute hier diese Gedenktafel für die Donauschwaben eröffnet werden kann, finde ich wunderbar. Gospod Schmitz se isto raduje da može tako označavanje ovih spomen ploča da se desi u ovoj godini koja označava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, 75 godina od početka Drugog svjetskog rata, a i 25 godina od ponovnog ujedinjenja Nemačke, i tako reći da se ovakvim jednim aktom može označiti i bratstvo između naroda koji su nekada u tim ratovima bili zavađeni. Es kommt noch ein besonderes Ereignis hinzu, denn in diesem Jahr wurde auch die Tür aufgestoßen für Serbien, in der Zukunft Mitglied in der Europäischen Union zu werden, was natürlich auch ein Meilenstein ist. Nehmen Sie also diese Gedenksteinlegung heute tatsächlich auch als Meilenstein für die Verbundenheit zwischen Serben und Deutschen und den Mitbewohnern in der Region, Ungarn, Rumänen, whatever, alles sozusagen Europäer, und lassen Sie uns dieses friedliche Haus Europas gemeinsam aufbauen. Ich danke Ihnen recht herzlich, darf ich hier sein, danke. Eto, želim da se zahvali još jednom da je tu nazočan, i svakako još jedan događaj koji je memorandum između Vojvođanske vlade i Baden-Württemberga, koji se nedavno prije nekih par dana potpisao, isto se može označiti s ovim aktom kao pozitivan. Hvala. Thank you.
danas ću ovdje da vas pozdravim za nas potomke podunavskih Nemaca istorijsko mjesto. Za one koji se prvi put ovdje nalaze, sigurno se pitaju zašto je ova crkva tako posebna. Zašto, kad nema nekih posebnih ukrasa, nema raskošnih oltara, nema zvona, nema orgulja. Iako je vremenski veoma mlada, napunila je tek nekih 80 godina, ova crkva je bila svedokom jednog dramatičnog perioda u istoriji podunavskih Nemaca. 200 godina mirnog života na ovome prostoru, razvoja, blagostana, došlo je u opasnost krajem 30. godina 20. veka. Na miran život bačkih Nemaca nadvila se senka brutalnog nacizma koji je osvaljao pedalj po pedalj biće mirnog naroda. Apatin kao privredni, ali i religijski centar Nemaca u to vreme postao je stecište izuzetno obrazovanih sveštenika koji su odmah shvatili o čemu im se radi i kuda to vodi nemački narod. Apatinski opat Eger 1936. godine iz ove crkve šalje cirkularno pismo u kome doslovce kaže: postalo je evidentno da se u našem narodu razvija jedan pokret koji pokušava da odvoji mladež od svoje crkve i od hrišćanskih prednosti. I mi katolici još uvijek nemamo odgovarajući mehanizam otpora da mu se suprotstavimo. Nakon ovog poziva sve nemačke župe se ujedinjuju oko jednog cilja, to je suprotstaviti se bezumlju i nacionalsocijalizmu. Ova crkva i ova predikaonica je bila centar tog otpora. U parohijskoj kući bilo je uredništvo nekog časopisa Didona koji se otvoreno suprotstavio nacionalsocijalističkoj politici. Adam Berec, vikar ove crkve, briljantnim i britkim jezikom, otvoreno se suprotstavio toj politici i već 1942. godine izgovorio je proročke reči: ako Nemci nastave sa ovom politikom, bit će proterani sa ovoga područja. Iako su se Berencove reči tajnim radio stanicama prosleđivale u svet, pokret nastao na ovome mestu ostao je prigušen. Berec je uhapšen u ovoj kući i odveden u zatvor. Preživao je torturu, ali se nikada više nije vratio u svoj grad. Nakon rata mogao je nemo samo da posmatra tragediju koja je zadesila njegov narod u Vojvodini. Proterivanjem Nemci su kolektivno kažnjeni za zločine koje su njihovo ime učinjeni. Time je zapečaćena sudbina jedne civilizacije koja ovdje postojala više od 250 godina. Gotovo 90.000 stradalih Nemaca u logorima po Vojvodini, od toga 4.500 stradalih Finaca, prevelika cena koje je taj narod platio, koji je danas ostao samo u promilima. Nestankom ove civilizacije iz Vojvodine ostalo je njihovo delo. Ostali su gradovi, sela, crkve. Ostalo je sve ono što je jedan narod vekovima stvarao. Osnivanjem nemačkog udruženja Adam Berec 2001. godine cilj je bio da prekinemo zid ćutanja o Nemcima, da pružimo ruku svakome ko zna ceniti ono što je nemački narod ovdje ostavio. Cilj nam je bio sakupiti i spasiti od propadanja sve ono što je bilo moguće kako se uspomena na ovaj narod sačuvala za neka buduća bolja vremena kada se bude moglo objektivnije sagledati vreme u kome su Nemci ovdje živeli. Kada je udruženje dobilo parohijsku kuću na korišćenje, pronašli smo veoma vrednu građu u pokretu otpora koji je ovdje nastao. Više od decenije sakupljali smo građu, biblioteke, umetnine, arhivsku građu, skupljajući se najneverovatnijih mesta, sklonjeni po tavanima, parohijama, crkvama, podrumima, propadalo je ogromno kulturno bogatstvo. Sređivanjem ove građe pokazalo se da ovim zbirkama nalaze takvi eksponati koji se ne bi postidjeli ni svetski muzeji. Mali deo ovog bogatstva danas je pred vama. Ova izložba je tek početak i nadam se da će se izložba iz dana u dan pretvarati u respektivan muzej podunavskih Nemaca. Koristim ovu priliku da pozovem sve koji mogu da nam pomognu kako bi se do tog cilja došlo. Pre nego što zamolim župnika Jakoba Pfeifera da otvori ovu izložbu, hteo bih ukratko da vam opišem šta je ono što se ovdje pred vama nalazi. Stalna postavka muzeja koja je smeštena na Horu je koncipirana pre svega od zbirke stare i retke knjige. Trebam da napomenem da najstarija knjiga je iz 1550. godine, znači iz 16., 17., 18. veka. Od retke knjige arhivske građe, umetničkih i zanatskih
predmeta koji su sakupljeni iz porušenih nemačkih crkava. Posebno bih vam ukazao na jednu veoma interesantnu izložbu koja se nalazi također na Horu, koju je pripremio gospodin Dario Šami iz Vojvođanskog muzeja. Delom je ta izložba pripremljena od materijala koji je iz naše zbirke i koja prikazuje jedan poseban poseban segment narodne religioznosti, a to su prikazi na svetim sličicama, koje su se nekada čuvale u molitvenicima. I koristim ovu priliku da se gospodinu Šamu zahvalim na ovoj lepoj izložbi koju nam je priuštio. Također u uglu Hora se nalazi jedna mala izložba koja je samo začetak jedne velike priče, a to je priča o tradiciji proizvodnje muzičkih instrumenata u Apatinu, koja je neprekinuta, 250 godina postoji u ovom gradu. Neprekinuta zato što danas u ovome gradu imamo jednog novog, odnosno našeg Apatinca, izuzetnog majstora u gradnji gudačkih instrumenata, gospodina Roberta Kelča, na kojim čim instrumentima naše mlade dame danas sviraju u ovoj crkvi. Također se gospodinu Kelču zahvaljujem zato što nam je priuštio to zadovoljstvo da možemo danas da slušamo muziku na njegovim instrumentima. Posebno zahvalnost dugujem i svim sponzorima, koji su također nabrojani u pozivnici, opštini Apatin, turističkoj organizaciji, kulturnoj zajednici, centru, mesnoj zajednici, također članovima udruženja Adam Berec, koji su nam spremili posluženje. Također se zahvaljujem i vama svima koji ste došli, kao i nemačkim udruženjima iz Srbije i iz Hrvatske, iz Osijeka, koji su također ovdje prisutni. I sada molim gospodina Jakoba Pfeifera da otvori ovu izložbu, prvo ću još na nemačkom da pročitam ovaj tekst. I poslije vas pozivam da na Horu pogledate i uživate u ovoj zbirci i drago mi bi bilo da se poslužite sa onim što su članovi našeg udruženja za vas ovdje pripremili. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie an diesem historischen Ort begrüßen zu dürfen. Für diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, die sich sicherlich fragen, warum diese Kirche besonders ist. Kirche, die nie beendet ist, keine fantastischen Dekorationen auf den Altaren, deren Art ohne Orgel und Glocken. Obwohl diese Kirche rund 80 Jahre besteht, hat diese Kirche einen dramatischen Kapitel in der Geschichte der Donauschwaben geschrieben. 200 Jahre friedliches Leben, Entwicklung sind in Gefahr gekommen. Ein ruhiges Miteinanderleben in der Batschka ist in den Schatten eines brutales Nazi-Regimes gekommen, das langsam auch das friedliche Volk beeinflusst hat. Apatin als wirtschaftliches und religiöses Zentrum der Deutschen, wo auch der Austragungsort für gut ausgebildete Priester war, die sofort verstanden haben, was los war und wohin das donauschwäbische Volk geht. Der Apatiner Abendpfarrer Jakob Eger schickte ein Rundschreiben bereits im Jahr 1936 an alle donauschwäbischen Orte, wo er wörtlich sagt, es wurde deutlich, dass unter unserem donauschwäbischen Volk sich eine Bewegung entwickelt, die die Jugend von ihrer Kirche und der christlichen Werte zu trennen versucht. Wir Katholiken verfügen noch nicht über ein Abwehrmittel. Nach diesem Aufruf sind alle deutschen Gemeinden um ein Ziel vereint. Und das ist das Wahnsinn, Nationalsozialismus sich wiederzusetzen. Diese Kirche und diese Kanzel waren das Zentrum des Widerstandes. Im Pfarrhaus daneben wurde die Redaktion der Zeitschrift Donau, die sich offen gegen die nationalsozialistische Politik entgegengesetzt hat. Adam Berenz, der Vikar dieser Kirche, hat durch die brillante Rede offen gegen nationalsozialistische Politik gekämpft. Er sprach schon 1942 die prophetischen Worte: Wenn die Donauschwaben diese Politik fortsetzen, werden sie auf dieser Gegend vertrieben werden. Obwohl die Worte von Berenz durch den geheimen Radiosender in die Welt geschickt wurden, konnten sie das Schicksal nicht ändern. Berenz wurde im Haus festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Er überlebte die Folter, kam aber nie in seine Stadt zurück. Er konnte nur schweigend die Tragödie beobachten, die sein Volk in der Vojvodina erlebt hat. Die Donauschwaben waren kollektiv bestraft für das Verbrechen, das in ihrem Namen begegnet ist. Im
Dies besiegelte das Schicksal einer Zivilisation, die hier seit mehr als 250 Jahren existiert hat. Nach der Vertreibung und Zerstörung dieser Zivilisation aus der Vojvodina blieb hier ihre Werke, Städte, Dörfer und Kirchen. 70 Jahre geplündert und zerstört, bleiben das Jahrhundertschaften einer Nation zurück. Mit der Gründung des deutschen Vereins Adam Behrens im Jahr 2001, dieses Ziel war, die Mauer des Schweigens über die Deutschen zu brechen, um eine Hand zu reichen jedem, der schätzen kann, was das deutsche Volk hier geschaffen hat. Unser Ziel war, auch zusammen alles, was noch zu retten war, die Erinnerung an dieses Volk zu bewahren für die Zukunft, für bessere Zeiten, in denen man objektiv betrachten kann, die Zeit, in der die Deutschen hier gelebt haben. Als der Verein das Haus von Behrens bekommen hat, fanden wir sehr wertvolles Material über den Widerstand. Seit über einem Jahrzehnt haben wir aus den zerstörten Kirchen, Bibliotheken, Kunstwerke, Archive gesammelt. An vielen Plätzen liegen wertvolle Zeugen einer donauschwäbischen Kultur. Bei der Ordnung dieses Materials hat sich gezeigt, dass in diesen Sammlungen solche Werke bestehen, die in jedem Museum der Welt stehen konnten. Ein kleiner Teil des Vermögens ist heute verblüht. Diese Ausstellung ist nur der Anfang und wir hoffen, dass eines Tages hier ein respektables donauschwäbisches Museum entsteht. Ich nutze die Gelegenheit, um allen, die uns helfen können, dieses Ziel zu erreichen, einladen. Bevor ich den Pfarrer Jakob Pfeiffer bitten kann, diese Ausstellung zu eröffnen, möchte ich nur kurz beschreiben, was dieser Museum bietet. Dauerausstellung wurde in erster Linie aus einer Sammlung von alten und seltenen Büchern, Archivalien, Kunst und Kunsthandwerk aus den zerstörten deutschen Kirchen konzipiert. Am Orgelchor der Kirche ist eine Ausstellung von Andachtsbildern vorgestellt, die Herr Darius Schami aus der Vojvodina Museum gemacht hat, teilweise auch von unseren Bildern. Diese Ausstellung hat einen großen Erfolg gehabt. Das war in Vojvodina die erste Ausstellung von Volksreligiosität in den kleinen Wörterbildern, die in den Gebetbüchern aufbewahrt wurden. In der Ecke des Chores sind ein paar Exponate, die uns über die Musikinstrumentenherstellung der Familie Horn, die nur ein kleiner Aspekt der Herstellung von Musikinstrumenten in Apatin eine lange Tradition ist. Heute wird diese edle Handwerk von Herrn Robert Kelsch weitergeführt, dessen Violinen und Streichinstrumente von qualitativ hochwertigen Produkten in Apatin hergestellt werden. Herr Kelsch, können wir auch diese schönen Töne, die heute mit Ihnen verdanken, die unsere verehrten Cellisten-Ensemble uns vorführen. Ein besonderes Dankeschön an alle Sponsoren, Gemeinde Apatin, Tourismusorganisationen, Kulturzentrum und Mitglieder des Vereins Apatin. Und noch lade ich Herrn Pfarrer Jakob Pfeiffer, um die Ausstellung zu eröffnen. Vielen Dank. Gelobt sei Jesus Christus. Es ist heute schön, hier in Apatin Pfarrer zu sein. Ich bin froh, zuerst, dass wir heute Vormittag schon im Zentrum so Schönes gemacht und getan haben. Hier in der Kirche, hier in der Herz-Jesu-Kirche sind wir, und das ist von einer besonderen Bedeutung. Das Herz Jesu sagt uns, du Mensch hast auch ein Herz. Und es gibt ein Gebet, wo wir beten, Herz Jesu, mache unser Herz nach deinem Herzen. Ich meine, bin sicher, dass sie mir zustimmt. Man braucht heute in dieser Welt mehr Wärme des Herzens. Alles Geschehen eben
heute ist ein Zeichen, ich würde so sagen, Zeichen des Herzens, Zeichen der Liebe, Zeichen eines Miteinander zu leben. Und das nicht nur leben, sondern in Liebe und Freude, wie ich vormittag gesagt habe, wir sollen einander ein Segen des Lebens sein. Und diese Freude kann uns nur der Herr schenken. Und darum muss der Mensch offen sein. Diese heutigen Geschehnisse sozusagen sind, sei für mich sehr wichtig. Und was ist das? Wir haben jetzt heute besonders etwas sozusagen Kulturelles. Das Wort Kulture kommt vom Latein. Cultus. Cultus, das heißt etwas Heiliges. Cultus heißt heilig dienen, heilig wirken. Und das sind wir alle eingeladen. Heilig zu sein gehört nicht nur zum Herrgott oder zu den Heiligen. Wir sind eingeladen von der Heiligen Schrift, heilig zu werden. Und das zählt also, wir sollen wenigstens also zueinander gut und lieb sein und dann beten, dass wir heilig sein sollen. Mit diesen Worten begrüße ich euch alle nochmals und besonders weil ich danke auf alle, was der Boris schon gesagt hat, aber ich muss sagen, ich bedanke mich Boris, denn ohne Boris wird da nichts. Er verlangte von mir den Segen, dass er das tun darf in dieser Kirche und im Pfarrhof. Ich habe gesagt, mit Freude teile ich dir meinen Segen, aber Schorsch hast du von mir nichts viel Nutzen, nur den Segen. Und das ist eben, wo wir jetzt drin sind und wirklich, Boris, ich danke dir, vergelt's mir. Zwei Damen, die hier spielen und sie erfüllen diesen ganzen Raum mit ihrem Spielen. Sie verdienen auch einen herzlichen Applaus. Falle Jesus Maria, Pomagelo, Dobro Vecce. Meni je jako drago i radostan sam osobito danas, jer je velika stvar biti danas župnik u Apatinu. Svi ovi dana, juče, danas, osobito, jeli, kada imamo ova događanja koja su, što su imali prepodne, znak približavanja, znak jedinstva, znak ljubavi jednih među drugima. Znak da se razumijemo. Ovo što se događa večeras ovdje opet, događa se u našoj crkvi srca Isusovog. I naravno, mislim da ćete svi razumijeti ako kažem, kada promatramo današnji svijet, onda nam itekako treba, kako mi to molimo u našoj jednoj molitvi i obraćamo se srcu Isusovu i kažemo, učini srce naše, učini srce moje po srcu svom. Jer znamo da je Božje srce neizmjerno dobro. Znamo da iz Božjega srca mi svi živimo. Pogotovo što se tiče milosrđa, praštanja i ljubavi. I to molimo i večeras na jedan način da nas u istinu Isus učini otvoren svima, da svi znamo jedni za druge izlijevati srce ljubavi jedni za druge i kako rekao prije podne, da uistinu budemo jedni drugima blagoslov i radost. Ovoj crkvi dakle se događa nešto sada kulturno. Riječ kultura dolazi od latinske riječi cultus, što znači sveto činjenje. Sveto činjenje. Dakle, nije
najsvetije činjenje naravno je bogosluženje u crkvi i tako dalje kad imamo misiju. Ali da se ne bude, da se ne osjećamo udaljenim iz te svetosti, dragi moji, onda nas Bog poziva i u Svetom pismu kaže budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski. Dakle, kultus je sveto činjenje, dobro činjenje. To je malo rečeno kad dobro činimo. Ili kad neko kaže ja trebam nekoga da tolerišem onoga koji je drugačiji od mene. To je jako malo. Nego Isus nas uči da mi jedne druge ljubimo kao što sebe ljubimo. I zato je ovo u istinu također jedan veliki događaj, dakle događaj kulture, događaj svetoga činjenja. Ja bih volio da mi to ponesemo u svoj život. Naravno da ovom prilikom, prije nego što kažemo ajde da je otvorena ova izložba i ovo divno djelo, zahvaljujem na poseban način Borisu. Borisu koji je motor, bez njega ne bi bilo ništa, ne bi ni ja danas stajao ovdje. On je ono vreme kad je htio početi, onda me samo pitao za blagoslov. Da li smijemo nešto da počne, pa da koliko da mu pomognemo. I pomogne mi tako da je rekao, Borise, moj blagoslov imaš, ali nemoj puno dalje više očekuješ od mene, ja sam slab. I tako da je ovo također plod Božjega blagoslova oko najvišeg rada. Jer Bog blagoslivlje rad, jer Bog ne voli džabale varoše. Dakle, Bog voli one koji rade, a to je Boris pokazao i zato Borise, hvala ti. Naravno da jedan poseban aplauz ide našim damama, tema damama koji je svoju ispunjavaju ono što mi kao ljudi ostavimo prazno. To je ta divna, diskretna muzika koju su nam oni već do sada uklonili, a to će nam učiniti dalje. Evo, svoji smatrate da je izložba i ovo sve što imate prilike vidjeti, da je otvoreno ne samo za naše oči, nego i za dušu, za srce. A za mi dizem orden, es on dizaoštom, eröffnet sein, nicht nur für unsere Augen, sondern auch für unser Herz und für die Seele. Prijatno. Alles Gute. Thank you.
finanziell nicht mehr möglich ist, dass das zu viel kostet, dann haben sie gesagt, wir verlassen diesen Stadtteil und wir bauen eine neue Stadt. Dann haben sie zuerst dieses Baum dort eingepflanzt und um dieses Baum hat sich dann weiter zuerst die Kirche, das Pfarrhaus, Gemeindehaus und dann weiter die ganze Stadt entwickelt und auch dieses Friedhof hier. Sogar das nicht das älteste Friedhof jetzt in Apatin ist, aber hier befinden sich die älteste Gräber und die älteste, eigentlich am unteren Friedhof haben wir nicht so alte Gräber gefunden als auf diesem Friedhof. Das untere Friedhof in Apatin wird nicht von den Serben benutzt. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Hauptstraße Grenze zwischen zwei Stadtteilen. Obere Teil und untere Teil, obere Stadt und untere Stadt. Die Hauptstraße, eine Reihe gehört dem unteren Friedhof, die obere Reihe gehört dem oberen Friedhof. Das war streng geteilt im Apatin und so Leute haben sich so gehalten. Boris, darf ich zwischen was sagen? Ja. Also im Moment sind in Apatin zwei orthodoxe Pfarreien. Und die sind so verteilt. Die sind auch so verteilt? Genau. Genau. Die Orthodoxe, es gibt zwei Priester, Orthodoxe, und jeder muss haben, von wo das er lebt und seine Familie. Nur eine Kirche unten am Damm? Oder? Die eine, nur eine Kirche haben sie, aber zwei Pfarreien. Ja. Und so verteilt. So waren auch die Pfarrereien, die obere Pfarrerei, untere Pfarrerei. Und es war auch interessant, in manchen Stadtteilen haben nur, wusste man, wer wohnt in Apatin. Im unteren Teil dort waren die Fischer, die Schoppermeister, waren auch Bauerleute. Hier oben waren mehr Bauerleute und Schuhmacher und andere, sodass sich die Leute in ihrem Kreis bewegt haben, in ihrer, wie sagt man, Ustalisch, Swomstalisch, wie sagt man das? Stand oder so? Stand. Ja, so. Ja, Stand, genau. Ja. Es war nicht möglich, dass eine Fischermädchen einen Schuhmacher heiratet. Das war sehr selten in Alt-Apatin. Das wusste man, dass die Schoppermeister nur mit Fischer oder mit Schoppermeister, so war es auch in unserer Familie, die sind von unteren Ort und sie waren nur Fischer oder Schoppermeister und so war auch. Das hat man auch getan wegen dem Vermögen, dass man den Vermögen nicht teilt und wegen, auch da war auch ein bisschen Interesse, nicht nur Liebe in dieser ganze Geschichte. Und in diesem oberen Friedhof sind auch wie auf der Hauptstraße. Die reichen Leute waren auf der Hauptstraße mit den großen Häusern, so war es hier. Die reichen Leute waren auf der Hauptstraße am Friedhof und so können Sie auch diese Familie auch sehen, dass hier auf den Hauptstraßen die größeren Steine, die schöneren Gräber und wie man auf den Rand geht, so waren kleinere Gräber am Rand des Friedhofs. Und jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Serben nicht mehr am unteren Friedhof beerdigt sein. Das weiß ich überhaupt nicht warum. Die wollten nur hier und wollten überhaupt nicht. So ist der untere Friedhof noch ganz intakt geblieben. Und das ist einer von seltenen deutschen Friedhofen, die den Zweiten Weltkrieg wirklich überlebt hat und jetzt noch steht. Und da sind wir auch sehr glücklich. Aber teilweise ist das auch darum, dass viele Donauschwaben nach dem Zweiten Weltkrieg hier geblieben sind und sich gekümmert haben um ihre Gräber. Besonders in diesen schlechten Zeiten hat man öfters die Steine umgeschmissen, wir haben sie wieder aufgebaut und so haben wir auch gekämpft für diesen Friedhof, immer mit der Polizei zu tun wir haben wirklich gekämpft alle, dass man dieses Friedhof nicht zerstört. Wie auch an jedem Friedhof hier gibt es auch sehr interessante Gräber. Leider sind die meisten Gräber schon verschwunden, aber es gibt noch ein paar Gruppen von Gräbern, die noch diese alte, wo man die alten Steine noch sehen kann. Wir werden jetzt vorbeigehen und ich zeige Ihnen diese Gruppen. Und wir können jetzt langsam in diese Richtung und ich werde Ihnen jetzt ein paar Gräber, interessante Gräber hier zeigen. Kaspar Fischer war Ende 18. und Anfang 19. Jahrhundert der berühmteste Orgelbauer in der ganzen Region.
Wer ein bisschen sich über die Orgelbaukunst interessiert, kann sehen, dass im 18. Jahrhundert in Deutschland ein sehr berühmter Orgelkomponist war namens Kaspar Fischer. Die Forscher sie spüren, dass hier eine Beziehung zwischen diesem berühmten Orgelkomponist Kaspar Fischer und unserem Kaspar Fischer besteht. Weil Vater von Kaspar Fischer ist als Kolonist hier nach Apatin gekommen und sie vermuten, dass da eine enge Verwandtschaft war zwischen den beiden. Und dass unser Kaspar Fischer Orgelbauer auch von seinem Vorfahren oder von seinem Verwandten auch über diese Kunst auch noch in Deutschland etwas erfahren hat. Weil die Forscher, die seine Orgelbaukunst forschen, haben erfunden, dass in seinem Stil vom Orgelbau etwas ganz Besonderes ist, dass da ein Einfluss von der französischen Orgelbauschule in seinem Werk ist. Es sind nicht viele Orgel vom Kaspar Fischer noch erhalten. Die best erhaltene Orgel ist in der Kirche in Hodžak. Und da gibt es noch eine Orgel in Ratkovo, in Čeb, aber noch ein paar Orgel in Kroatien. Aber mehr Orgel sind von seinem Sohn und Nachfolger von Kaspar Fischer, Johann Fischer, noch in Kroatien. Gibt es mehrere seine Orgel. Und aus seinem Werkstatt sind noch drei Orgelbaufamilien rausgekommen, Familie Werle, Fabing und Pump. Die sind alle nach Kroatien gegangen und haben zahlreiche hunderte Orgel in Kroatien und in Österreich und auch Ungarn gebaut. Im Kaspar Fischer seinem Werkstatt auch hat auch der Franz Horn die erste Violine gebaut, dann später hat er sich selbstständig gemacht, dann hat er Blasenmusikinstrumenten gebaut, dann aus seinem Werkstatt ist die Familie Windisch rausgekommen, die nur Klarinetten gebaut haben, dann vom Horn ist dann auch Franz Kienberg entstanden, der berühmte Restaurator von Stradivarius-Violinen, so dass eigentlich von Kaspar Fischer, von seinem Werkstatt, auch diese ganze 250 Jahre reiche Musikinstrumentenherstellung gekommen ist. Und er war in seiner Zeit schon ein reicher Mann und in Apatin. Das kann man auch merken, dass sein Grabstein so prächtig ist. Neben ihm ist seine Frau beerdigt und an der anderen Seite seine Tochter. Er hat mehrere Kinder gehabt und alle waren sehr erfolgreich. Ein Sohn von ihm, Ferdinand Fischer, war ein berühmter Architekt in Sombor, der Hotel Sloboda, der altere Teil in dem neogotischen Stil, hat Ferdinand Fischer gebaut. Und Ferdinand Fischer war, seine Tochter hat den Reichel Franz geheiratet, unseren weiteren berühmten Architekten, sodass von Kaspar Fischer nicht nur Orgelbauer und Musikinstrumentenhersteller, sondern Architekten auch stammen. Und diese Familie war sehr, alle Kinder haben sich mit berühmten anderen Leuten auch verheiratet. Und da ist eine Tochter und seine Frau ist hier. Und sehr interessant ist der Epitaph, die Epitaphtafel auf dem Grab. Ich kann es jetzt nicht genau lesen, aber auf dieser Epitaphtafel, ich habe irgendwo das, was hier geschrieben ist, schreibt seine Mutter und seine Frau und lobt seine Kunst, seine Orgelbaukunst und schreibt, dass er der beste Meister in seiner Zeit war. Das hat schon seine Frau auf diese Epitaphtafel dann hineingeschrieben. So dass wir sehr glücklich sind, dass dieser Grab, diese fast 200 Jahre hier auf diesem Friedhof überlebt hat. Und das ist eigentlich einer der älteren Gräber noch in Apatin. Das kann sehr lang stehen bleiben, ja. Ist doch keine Vergrenzung. Naja. Diese Gräber sind unter Denkmalschutz und besonders pflegen die Leute hier am Friedhof jedes alte Grab, interessanteste, die auch für die Geschichte dieser Stadt wichtig sind und die werden nie entfernt hier. Das gibt ja die 30er Jahre.
In der reichsten donauschwäbischen Familie war die Familie Speiser. Sie haben auch mehrere Ziegeleien gehabt. Sie haben mit ihren Schiffen Ziegel nach Budapest weiter geliefert. So war es auch mit mehreren Apatinen Familien, Familie Mayer, Familie Speiser. Sie sind über Dachziegel auch berühmt geworden und Apatiner Dachziegel waren besonders geehrt in Budapest, als man die Stadt im 19. und Anfang 20. Jahrhundert ausgebaut hat. Dieses Mausoleum ist leer. Hier ist niemand beerdigt in diesem Mausoleum, weil die beiden alte Speiser und seine Gattin im Lager verhungert sind. Ich habe eine Frau Speiser gekannt. Da haben wir gesagt, die Speisernähne ist nicht weit vom Rathaus in der Wittgasse. Yusuf Nähne, ja. Die waren verwandt, ja. Die waren verwandt. Die sind im Lager, die beiden sind im Lager umgekommen, verhungert. Dieses Mausoleum ist in Italien entstanden. Und so wie es jetzt steht, alles haben sie aus Italien gebracht, sogar den Marmor für diesen Stein und auch die Skulptur oben. Das ist alles in Italien gegossen und mit den Schiffen haben sie es hier transportiert und hier dann. Es gibt auch noch Bilder, wie sie das aufbauen, diesen ganzen Mausoleum. Und viele sagen, ich weiß nicht, ob das auch wahr ist, dass das das zweitgrößte Mausoleum in Europa ist. Und es steht noch hinten gibt es einen Eingang in den Mausoleum und unter der Erde ist dieser ganze ein großes Raum, das war vorbereitet für viele Gräber, aber niemand ist da beerdigt drin. Das ist noch ein Meisterwerk, diese Kapelle. Und wirklich ein wunderschönes Gebäude. Von der Familie Weindl. Das war noch eine sehr reiche Familie in Apatin, wo heute die Polizei ist. Das war das Haus von der Familie Weindl, wo sitzt der SPS. Das war auch ein Haus von der Familie Weindl. Sie haben in Sonntagried einen riesigen Gut gehabt mit dem Fernbach, Balint, mit diesen alle Apatiner reiche Familie haben in Sonntag ein Gut gehabt. So war es auch mit der Familie Weindl. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Familie diese Gruft der Kirche überlassen und jetzt ist auch der Pfarrer Pinz aus Sentivan hier beerdigt in dieser Ach ja, der hat mich getauft. Ja, ja, ich auch. Und das ist ein... Der war damals in Apatin Pfarrer. Ja, der war Pfarrer in Apatin. Der war aber vorher in Sentivan. Er war in Sentivan und später... Mich hat er getauft. Also hat sie ein paar getauft dabei. Ja. Getauft, oder? Das ist so ein klassizistischer Tempel. Und was mir sehr interessant war, ich habe vor einer kurzen Zeit in Kroatien gefunden, dass es noch ein gleich solches Tempel ist auf dem Grab der Familie Pejacevic. Ich weiß nicht jetzt wo genau, in welchem Ort, das war eine adelige kroatische Familie und an einem Friedhof gibt es ein genau gleiches kleines Tempel, wahrscheinlich der gleiche Projekt und der gleiche Meister. Und das sind Basalt-Marmorsäulen und sehr, sehr wertvolles Marmor und aus einem Stück geschnitzt. Vor ein paar Jahren haben Räuber, das waren wahrscheinlich, wir vermuten bei uns, raubt man alles, was vom Kupfer ist. Da war ein wunderschöner Kupferdach mit wunderschönen Rinnen, aber sie haben den ganzen Dach geklaut. Niemand gesehen, niemand gehört. Der Dach ist so hoch, das konnte nicht ein Mann allein seinen Dach von 500 Kilo runternehmen, aber niemand gesehen, niemand gehört. Und jetzt hat ein Serbe, ein Herr Szczekic, ein Architekt, allein das renoviert und oben wieder einen. Sonst wäre das ganze Gebäude nach ein paar Jahren zerstört vom Eis. Und unten gibt es auch unter der Erde einen Raum, wo die alle Gräber sind, wo die Leute beerdigt sind, mit einem schönen Altar in der Mitte. Und
hier ist noch eine alte Gruppe von Gräber, wo viele berühmte Persönlichkeiten auch beerdigt sind. Das waren alles von der Stadt, die Bürgermeister, Priester und so reichere Bürger der Stadt Apatin. Die haben in diesem Teil des Friedhofs ihre Gräber gehabt. Am interessantesten ist dieser Grab, dort sehen Sie eine Figurine, die ist ohne Kopf und auf der anderen Seite gedreht. Aber dort ist der Grab von Schmaus Josef. Schmaus Josef war der Kameralarchitekt. Das ist die Frau Speidel hier, die ist weg. Das ist eine interessante Geschichte. Ich bin hier. Ja. Hier bei der Arbeit. Und vom Schmaus. Er war einer der Architekten vom großen Badsperrkanal. Mit dem Geschwister Kisch hat er zusammen den großen Kanal gebaut. Die Geschwister Kisch haben auch ihre Häuser hier in Apatin gehabt, weil Apatin war in dieser Zeit nicht nur wirtschaftlich, das war schon ein intellektuelles Zentrum, wo auch viele Architekten waren, wo viele Meister waren, sodass auch hier irgendwie der Sitz war auch für dieses ganze Projekt und Leitung von diesem großen Kanal. Und Schmaus Josef ist hier beerdigt in diesem Grab. Und er hat die Apatiner Vedute gezeichnet. Am Meisterbrief, diese Vedute, wo die Stadt Apatin am Anfang des 19. Jahrhunderts zu sehen ist, das hat der Schmaus, das war ein Kupferstich, hat er das gemacht. Und das können Sie in der Literatur über Apatin oft finden. Das ist nicht die älteste Vedute von Apatin. Ich habe eine Vedute entdeckt von Apatin im Archiv in Sombor aus 18. Jahrhundert, wo man noch sehen kann, die alte Stadt Apatin vor der Überflutung. So dass man auf diesen alten Veduten noch sehen kann, wie die Stadt vor 200 Jahren ausgesehen hat. Und so eine Vedute können wir auch dem Schmaus, dem Kameralarchitekt, verdanken. Und das Interessante ist, dass der Schmaus auch das Projekt für die Hodzsákerc-Kirche gemacht hat. Das war der Architekt, der die Hodzsákerc-Kirche auch projektiert hat. Und ich bin ein großer Lokalpatriot und ich sage das gerne, viele in dieser Kirche haben Apatiner Meister vom Projekt, von die Maurermeister und auch die Bildhauereien und alles Mögliche haben auch die Apatiner Marmorierer, Vergolder, Künstler, Bildhauer, sodass Apatin auch ein künstlerisches, handwerkliches Zentrum war. Und das muss man betonen, dass der Apatin nicht nur wirtschaftlich reich war, weil die Somborer sagen, Sombor war ein kulturelles Zentrum und Apatin war ein wirtschaftliches Zentrum. Apatin war nicht nur ein wirtschaftliches Zentrum, hier hat sich auch die Kunst entwickelt, Architektur, Musik, alles Mögliche. Und wir haben wirklich eine tolle Vorfahren hier und Vergangenheit in Apatin gehabt. Und gerade dieses kleine, schöne Grabareal hier, da sind viele auch Priester beerdigt, wie der Josef Langwieser, Johann Lorbach, dann sind auch adelige Familien aus Apatin hier auch beerdigt und es ist ein Glück, dass dieser Grabteil noch erhalten ist, nach so vielen Jahren. Da gibt es noch viele andere interessante Gräber an diesem Friedhof. Aber wir werden hier dann langsam es beenden und fahren wir dann langsam nach Gakovo. Hier ist noch ein interessantes altes Grab auf diesem Friedhof. Und dieses Grab hat auch mit der Kunst zu tun. Weil hier liegt die Mutter von unserem Apatiner berühmten Bildhauer Josef Hensch. Seine Mutter heißt Josefa und er war, die Apatin hat im 18. und 19. Jahrhundert eine ganze Plejade von Bildhauern gehabt. So dass ich sehr gerne spreche von einer Apatiner Bildhauerschule. Ich versuche mich ein bisschen zu kümmern um diese Bildhauereien, die man findet noch in der Stadt, auf den Friedhofen über die alte Bildhauer Kunstwerke. Und habe auch etwas gesammelt. Sie haben gestern bei der Ausstellung gesehen, ein paar zerstörte Statuen. Und hier ist auch der Ignaz Hensch hat in Apatin mehrere Werke hinterlassen. Einer davon war der heilige Florian, der früher im Park
war der heilige Florian ist jetzt hier am Friedhof hinter der Kapelle. Ohne Kopf. Und der Kopf ist im Museum bei uns. Dann habe ich ihn zufällig gefunden, als sie den Kopf zerstört haben, dann habe ich ihn gerettet. Und der älteste Bildhauer in Apatin ist, wie heißt er? Das war der Ignaz Deutscher, hat er geheißen, dieser Bildhauer. Und sein Werk ist der heilige Antoni, die älteste barocke Darstellung überhaupt hier in der Vojvodina. Er steht auch hinten hinter der Kapelle. Und dieser heilige Antoni war früher an der Brücke, noch im alten Apatin, in diesem ersten Apatin, hat ein Zweig der Donau die Stadt geteilt. Dieser Zweig der Donau war heute fast bis zum Zentrum gegangen, bis heute der Supermarkt steht. Dort war dieser Donauarm und Apatin war auf den beiden Seiten. Und da waren Brücken über diesen Donauarm und auf so einer Brücke stand der heilige Antoni und der heilige Johannes Nepomuk. Der heilige Johannes Nepomuk ist später in die Stadt gebracht, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist er verschwunden. Es gibt sogar keine Bilder über ihn. Und der heilige Antoni war auf der anderen Seite der Brücke, den haben sie später in den Park gebracht und jetzt ist er hier hinter der. Und das ist wirklich eine der ältesten Bildhauereien in der Batschka, von deutschen Künstler geschaffen. Und das ist ein Werk von Ignaz Hensch auf dem Grab seiner Mutter. Und wir freuen uns, dass das noch überlebt hat. Ich vermute, dass hier noch mehrere, dass man noch mehrere Kunstwerke in Apatin ihm auch datieren kann. Aber das Hensch? Hensch, Ignaz Hensch. Da ist seine Mutter Josefa. Die Jüngeren haben sie noch alle rausgelassen. Die Kinder sind da. Die Kinder, die niemand gehabt haben, sind viele Kinder. Und sein Vater ist gestorben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und deinem Geist. Lieben in Christus, wir wissen alle schon, warum dass wir hier sind. Und an seinem Platz tut man versuchen, sich zuerst mit Gott in Verbindung zu setzen und dann auch freilich unseren lieben Toten. Wir haben schon das versucht, durch Gebet des Rosenkranzes im Bus. Und jetzt
hören wir ein kurzes Wort Gottes. Lesung aus dem Brief an die Philipper. Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Lebens und Leibes in Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Absichtlich nahm ich freilich dieses kurze Lesen. Der heilige Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Es ist gut, nicht nur, dass wir auf unsere Verstorbene denken. Es ist sehr wichtig für uns Lebenden, dass wir auf den Tod denken. Denn öfters höre ich auch von uns Gläubigen, vom Tod will ich nichts hören, das kommt sowieso. Aber es ist auch gut, so wie für viele Sachen im Leben, wir uns vorbereiten für manche Sachen im Leben, so ist es auch gut, dass wir Lebender sich vorbereiten für den Tod. Das ist natürlich, das ist normal. Nicht Angst haben vom Tod, denn er kommt. Der heilige Franziskus sagt zu dem Tod, meine Schwester. So können wir auch sagen. Und darum ist es immer gut und schön, und wir sollen also nicht nur denken auf unsere Toten, sondern für sie beten und auch in dieser Hinsicht von unseren Verstorbenen auch Hilfe erbeten, dass wir auch unser Tod annehmen aus den Händen Gottes. Das ist der Sinn in der Kirche, im Glauben, dass wir wirklich den Tod annehmen, denn wie ein heiliger Vater sagt, wer nicht stirbt, wird auch nicht auferstehen. Und das ist uns versprochen. Das hat Jesus Christus für uns gemacht und er hat verheißen, dass jeder, der stirbt, wird in Ewigkeit leben. Also das ist ein Grund, dass wir nicht Angst haben vom Tod. Denn sowieso geht unser Leben hier auf der Erde einmal zu Ende. Und der Mensch ist von Gott erschaffen für die Ewigkeit. Alles, was von Gott kommt, dauert in Ewigkeit. Besonders der Mensch durch seine Seele oder besser gesagt durch die endlose und ewige Liebe, die der Vater zu uns allen hat. Mit dieser Liebe von unserem Herrgott wünsche ich uns allen also wirklich mehr Glauben, mehr Freude und mehr Liebe in unserem Leben und von unserem Glauben. Und jetzt beten wir weiter für unsere Verstorbenen. Lasst uns das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus anrufen für alle Verstorbenen. Christus, Erlöser der Welt, reinige sie von Schuld und Sünde. Wir bitten dich, erhöre uns. Vollende sie in deinem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die hier in Gakovo auf dieser Wiesen liegen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle die, die verursacht haben diesen Tod. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten dafür, dass die Menschheit und die ganze Welt sich lehrt und etwas annimmt von der Geschichte, besonders das, was schlecht war. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns selber und alle Lebenden. Schenke uns Treue und Umkehr. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. Wir bitten dich, erhöre uns. Vater unser, im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet sei du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Herr unser Gott, du bist allen nahe, die zu dir rufen. Auch wir rufen zu dir für unsere Verstorbenen. Lass uns nicht versinken in Mutlosigkeit und Verzweiflung, sondern tröste uns durch deine Gegenwart. Gib uns die Kraft deiner Liebe, die stärker ist als der Tod. Mit unseren Verstorbenen führ auch uns zum neuen und ewigen Leben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Und ich segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Jahren, als wir das erste Mal mit einer Apatiner Gruppe mit dem Bus mit Herrn Illig hier waren. Die Leute waren hier versammelt in der Kapelle und war auch so ein Tag wie heute, ein warmer Tag, zu warmer Tag, noch wärmer als heute. Die Leute waren im Schatten und dann kam ein Mann mit einer Flasche zu uns. Der Mann wohnt hier, nicht weit vom Friedhof und hat dann seine Geschichte erzählt. Er ist im Jahr 1972 nach Rakovo gekommen, hat sich hier am Stadtrand ein kleines Häuschen gekauft, war ziemlich arm. Und in diesen Tagen haben sie die Bäume von hier auf diesem Areal abgepflanzt. Da waren schon riesige Bäume, da war ein Wald wie hier. Und er konnte nicht diese Bäume kaufen, aber ihm haben sie dann die Wurzeln gebracht. Mit einem Bagger haben sie die Wurzel rausgebracht und vor seinem Haus haben sie diese Wurzel ihm gebracht. Diese Wurzeln waren 3-4 Jahre vor seinem Haus, bis er sie verhackt hat. Und in einer Wurzel hat er diese Flasche gefunden. Und in dieser Flasche war eine Post drin. Ein Vater aus Apatin hat seinen Sohn hier im Massengrab mit dieser Flasche beerdigt. Dort stand sein Name, wer seine Eltern waren und war noch ein heiliges Bild drin in dieser Flasche. Und so nach so vielen Jahren kam diese Flasche wieder zu uns raus und vor 4-5 Jahren, er wollte diese Flasche nicht verkaufen, er wusste, wie diese Flasche war, hat für ihn auch eine Bedeutung gehabt, aber am Ende hat er es mir verkauft, diese Flasche. Und diese Flasche ist jetzt in Ulm, im Donauschwäbischen Zentralmuseum, als eine Zeuge dieser Tragödie, die hier auf diesem Massengrab war. Und das ist jetzt ein Ausstellungsstück im Museum in Ulm. Und wenn Sie das sehen einmal, dann erinnern Sie sich auf diese Geschichte. Und das wollte ich Ihnen noch erzählen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und jetzt hören wir den Boris wieder. Ich möchte Ihnen etwas ein bisschen über die Geschichte dieses Ortes. Kruševel ist ein deutsches, donauschwäbisches Ort, noch im Ende des 18. Jahrhunderts gegründet, in der später josephinischen Kolonisation. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, in der Mario-Theresianischen Kolonisation hat man die Ortschaft neben der Donau gegründet und in josephinischer Kolonisation die weitere Ortschaften. Das war noch ein katholisches Ort, eine von den letzten in josephinischer Kolonisation gegründet ist. Die andere hat man dann mit deutschen reformierten Evangeliken weiter gegründet. Das war ein nicht so großes Ort. Ungefähr bis zu Ende des Zweiten Weltkrieges waren 2.500 Einwohner in Kruševel. Und hier, wo wir jetzt stehen, war die katholische Kirche, die im Jahr 1795 gegründet ist. Das war eine spätbarocke, wunderschöne Kirche, wie auch das ganze Dorf. Da war die Hauptstraße, da waren Häuser, eine neben den anderen, und da waren auch Nebenstraßen in diesem Dorf. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Behörden entschlossen, dieses Dorf in ein Konzentrationslager für die Donauschwaben zu überarbeiten. Und die Leute, die Bewohner von diesen Häusern, waren dann in ihren eigenen Häusern gefangen, und in jedes Haus kamen 20, 30, 40 Leute hineingedrängt, so dass sie auch mit den anderen in ihren eigenen Häusern gelitten haben und auch verstorben sind. Aber zuerst mussten wir die Häuser leer räumen, ja. Da musste alles raus. Wir haben dann, bis jedes Haus leer war, und dann sind die anderen gekommen. Ja, sie waren auch aus Kruševel. Und ja, ich glaube, ja, dann hier. Wissen Sie viel mehr als ihr, wie ich. Wie. Nee, ich war klein. Ja. Nein, ich sage halt, ich war dabei, wie wir die Häuser leer räumen mussten, bis die ersten Lagerleute gekommen sind. Ne? Ja. Ja, das war schon im November vorher, und die Apatiner sind im März gekommen. 11. März. Ja. Und es ist so, dass Gakovo eigentlich ein Arbeitslager war. Dort sind die Arbeitsfähige gekommen, Frauen, Männer und so. Und Kruševel war ein Lager für die Alte und für die Kinder. So dass die Sterblichkeit riesig war, besonders bei den Alten und bei Kindern. Und hier in Kruševel sind mehr als 4000 Leute sind hier gestorben und am Massengrab hier und am Friedhof auch beerdigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Lagerzeit, eine kurze Zeit, waren hier Griechen angesiedelt. Dann war die Revolution in Griechenland. Dann haben sie hier Griechen zuerst kolonisiert. Aber sie waren nicht lange in diesem Ort. Sie haben das Ort sehr schnell verlassen, sind nach Griechenland wieder zurückgekommen und gegangen. Und nach dieser Zeit ist das Dorf nie mehr besiedelt. Niemand wollte mehr in Kruševel wohnen. Hier die Grenze mit Ungarn ist nicht weit. Und da war dieser Konflikt zwischen Jugoslawien und Russland. Und hat man erwartet, dass die Russen reinkommen nach Jugoslawien. Hier war eine Militärzone. Und in dieser Zeit hat man nicht mehr das Ort kolonisiert. Und in den nächsten Jahren hat man das ganze Dorf abgerissen. Das, was vom Dorf noch steht, sind diese paar Häuser, was noch übrig geblieben sind. Und das ist eigentlich schwer zu verstehen, dass da Straßen, Häuser,
hier eine Kirche auf diesem Platz war. Das ist alles abgerissen und fast niemand wohnt mehr in diesem Ort. Es ist noch zu erwähnen, in der späteren Lagerzeit haben sie, viele sind geflüchtet, die Grenze war nicht weit. Viele sind geflüchtet, auch manche sind auch auf dieser Flucht erschossen. Und das war eine gefährliche Flucht über die Grenze nach Ungarn und dann weiter nach Deutschland. Aber in der letzten Lagerzeit konnte man ein bisschen auch bezahlen. Und dann hat man schon absichtlich toleriert, dass die Leute allein flüchten aus dem Lager. Sie wussten nicht jetzt, was sie endlich mit den Lagerleuten machen, und dann haben sie auch den Lager aufgelöst. Ich war dreimal über die Grenze gegangen und habe den Landsleuten geholfen. Ja. Aber ich hatte kleine Geschwister, dann haben wir uns gezögert. Und einmal war ich sogar gefangen an der Grenze, aber das war 1947. Also muss ich sagen, da waren die weißen Transporte und andere haben das schwarz gemacht. Da war ich dagegen, weil das hat ihnen ja kein Geld gebracht. Und ich war der Dorfelektriker, ich kenne noch so die Lage, wie das war. Der Friedhof ist ja da, da ist ja eine Lore nach hinten gegangen, ein Damm, und am Ende ist eine Bahnstation und dahinter ist der Friedhof. Da waren wir doch vor acht Jahren oder so, waren wir an dem Kreis dort. Vor fünf Jahren. Sind wir? Naja, das ist halt schon eine gute Zeit her. Das ist kein so hohes Kreuz wie dort, sondern das sieht mehr so wie ein Grabmal aus. Ne? Beten. Ich weiß nicht jetzt, was die Donnerschwaben in Deutschland machen oder überall in der Welt, was sie tun, aber hier haben wir gelernt, beten, und ich glaube, wir beten. Sie bleibt sitzen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns geschehen hast. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. In Gottes Namen, jetzt essen wir alles zusammen. Ja. Guten Appetit. Ja, danke.
Tu smo mi, ja sam čuta kao dete, uvek po ovaj sirće dobro. Ja, to mi imamo kod... Kolega, da. Ti li sa kolega? Dobro, pravi se. Sala, jo, a onda ćemo da uđem gore, kako je to na finalitet. Ja sve je na Hoćeš da ti upalim svjetlo? Ne, treba, hvala. Dobla je. Des ist es war, dobla. Thank you.
Guck mal, das ist gleich nass, Schnaps. Ich habe klein gesagt. Von hier sind wir Apotheker. Nein. To su ona dva što su svirali sinoć tamo. Gemacht, indem man den Ton sucht, den bestimmten Ton. Man arbeitet es so weit hinunter, bis man einen bestimmten Ton hat. Zum Beispiel, ich mache es auf F, Fis, F oder Fis. Ja. Das heißt, so lang geht man und das ist so ein Zehntel Millimeter weniger oder mehr und die Geige klingt nicht. Das heißt, man muss schon sehr genau arbeiten. Aber woher wissen Sie, dass das jetzt Fis oder Dies oder... Ich habe da ein Hilfsmittel, Keyboard, ja, und da stelle ich den H-Ton ein und dann drücke ich drauf und klopfe. Ja. Wenn Sie dann das Klopfen, man haltet das ungefähr in diesem Viertel. Und dann hören Sie, ob das der F- oder Fis-Ton ist. Wenn man Ohr dafür hat. Dafür, ja, da muss man sowas dazu hören. Dafür muss man den Ohr üben. Ja. Ja. Man hört, jedes Stück wird auf seinen eigenen Ton. Darum ist das ein Meisterstück. Bei der Fabrikgeige wird das nicht gemacht. Man nimmt eine Dimension und macht alles so, egal wie die Beschaffenheit des Holzes ist, weil jeder Holz ist anders beschaffen. Mhm.
Jeder Holz, jedes Stück Holz ist anders. Sie nehmen aber gleiche Holz immer? Weißt du, was für Holz hat? Ja, meistens nimmt man Ahorn, den geriegelten, schönen Ahorn. Und die Oberfläche ist Fichte. Das ist die Fichte. Das ist die Oberseite einer Geige ist immer Fichte. Der Rückseite, das kann sein meistens aus Ahorn. Ich mache zum Beispiel auch Nuss oder Edelmahagoni kann man auch nehmen, je nachdem. Was klingt am besten? Am besten klingt Ahorn. Darum liegt das auch meistens. Aber es ist auch am schönsten, der Holz zeigt etwas her. Es gibt auch dann natürlich diesen Ahorn, der Vogelaugen-Ahorn, der schaut aus wie Wurzelholz. Ja. Und das ist auch selten, man findet selten solche Hölzer. Weil diese Hölzer sind nicht eine eigene Art, sondern das ist eine Krankheit, der Gendefekt des Holzes. Das heißt, statt diese schönen Streifen macht er Punkte und ist, dadurch ist er nicht eigene Holzart, sondern eben ein Gendefekt. Ja, ist ein schönes Muster, aber dann... Ist aber ein sehr schönes Holz. Ja. Kann man den Glauben irgendwie verstehen? Bitte? Den Glauben. Ob man den was irgendwie an den Holz, dass man den tief oder hoch... Ja, kann man das erkennen? Naja, kann man den Unterschied erkennen? Können Sie mal anspielen? Ja, der Unterschied wird man nicht so präzise hören können. Weicherer Ton. Zum Beispiel das ist eine Maggini-Modell. Ein Stradivari. Ein Stradivari-Modell klingt viel stärker. Guarneri klingt wieder anders, etwas mehr Druck. Jetzt nehme ich mal eine Nuss, das ist mein Modell. Thank you.
das ist Nussholz. Hat etwas sonoreren Klang, etwas neben dem eigenen Ton hat so ein bisschen ein sandigartiges Ton, ja, eine sandartige Farbe. Ja, und so, ich meine, man muss schon das Gehör muss geübt werden, um sowas zu hören. Ja. Der Ton besteht nur aus einem Ton, sondern aus vielen Ober- und Untertönen. Ja. Und je Oberton und Unterton reicher ist der Ton, umso besser klingt sie und umso weiter trägt sie den Ton, die Geige. Und das ist entscheidend bei einer guten Geige, weil eine Geige muss, so ein kleines Instrument, ja, muss ein ganzes Orchester überspielen. Ja. Sie muss sich herausheben aus dem ganzen Orchester, sonst kann sie keine Solistengeige sein. Mhm. Und das, wenn man nimmt, dass das nicht einmal ein halbes Kilo hat, und trotzdem das Klavier, was Tonnen hat, übertönt, dann ist das schon ein kleines Wunderstück. Ja. Ja, das kann man auch sagen, aber die hört sich auch ganz deutlich an. Ja, ja. Ja, das ist viel Experiment natürlich. Wenn man den Umriss ändert, dann muss man alles ändern. Ja. Es genügt nicht nur den Umriss ändern. Sobald man was verändert, muss man alles ändern, damit man dann den Ton wieder bekommt. Das ist sehr aufwendige. Man lernt auch nie aus. Man findet immer etwas. Darum ist das auch so interessant. Sie haben doch sicher Kundschaft weltweit wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe in Ungarn viele Spieler, in Kroatien, in Novi Sad, also ja, spielen schon auch schon in einige. Das Philharmonie, für die Geige gespielt worden. Ja. Und einige ganz große Nachwuchskünstler. Sehr. Zaspat večeras ko bi. Kao što mnogi od vas znaju, Apatin ima jednu dugu tradiciju u
der Spüle müssen. Leider die meisten Kragen und unerfolgte Karten, gospodin Kaspar Fischer, iz čije radionice potiče 250 godina tradicije u proizvodnji muzičkih instrumenata, takvu tradiciju nijedan grad i u bližem kraju okolini grad nema. Ta tradicija ne prekinuta 250 godina i traje i danas. Kaspar Fischer i prve orgulje se radi u ovoj crkvi 1795. godine, koje su više od 100 godina ovdje svirale. Nažalost, te orgulje su 1912. godine uklonjene iz ove crkve da bi se izgradile nove kvalitetne Amsterove orgulje. Danas u Vojvodini gotovo da više nema orguljaške umjetnosti. U mnogim crkvama orgulje su neupotrebljive. Veoma redki su gradovi koji su uspjeli da sačuvaju svoj instrument zato što je održavanje barokog instrumenta izuzetno skupo. Pre 15 godina i ove orgulje su bile u neupotrebljivom stanju. Zaista velikim naporima i velikom donacijom se od vas sećaju velikog koncerta koji je ovdje svirao gospodin Sade Varnost, svjetski poznati virtuoz. Uspjeli smo, zahvaljujući njegovim i drugim donacijama, da dovedemo instrument u jedno pristojno, tako da kažem, stanje u kojima se može čak svirati određeni koncert muzike. Ja bih vam danas predstavio našeg mladog orguljaša, za koga mogu slobodno da kažem da je danas jedan od najznačajnijih orguljaša koga naša zemlja ima. Gospodin Saša Kručić je rođen u Subotici 1984. godine gdje je završio nižu i srednju muzičku školu. Diplomirao je na Muzičku akademiju Zagreb 2007. godine, klasik profesorice Lijepi Kočić od Sekorbole. Tokom studija osvojio je više značajnih nagrada na takmičenjima, najznačajniji laureat na državnom takmičenju 2006. godine. Svirao je na mnogim koncertima kako solističkom u Zagrebu, Subotici, Vršcu, Segedinu i Apatinu, kao i u komornim sastavima i na kolektivnim koncertima u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Danas radi kao profesor orgulja i repetitor u Srednjoj muzičkoj školi u Subotici. Poznat kao učitelj Mozarta i Beethovena. U kompozicijama koje se izvode mogu se prepoznati mnogi
gastronomatischen Musikern zu. Ohne die Sorge aus dem Popular, das Salz zu musizieren, ist ein Jet-Weiß und Weg. Stil mit Peter, der Jet-Schirurgen-Kulisten. Die kompositionellen Meister der Gulasche Franziska Romantike, Delacroix, César Franck. Delacroix schildert die Melodie an der ersten Form. Die große Komposition ist in der Welt, als der Norte, Bums, Molitus, Bronni und Orgel und Tapas. Teil 3 erhielt wenige bekannte spätromanische Komponisten, die populäre Salonmusik komponierten. Thank you.
Mm-hmm.